ich so lange warten. Ja. Ich kann mir noch leisten dort. Ja, ja. Mit dieser Gelder. Ja, der Tegin, der hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, gell? Schau, beide. Ja, auch, schau, ja. Beide. Deutsch und Türkisch. Ja. Ja. Wirklich, wenn nach mir geht, die Sohn grenzt sich jeder so ein Pass, eine Ausweis. Ja, ja. Jeder soll leben, wo er leben will. Ja. Ich habe diesen deutschen Pass gemacht, wegen Papier und wegen Erleichterung, das ist besser. Ja. Man kann überall damit reisen, mit türkischem Pass, und man braucht überall Visum. Sonst mehr. Und sowieso so. Ich bin mehr hier wie in der Türkei. Ja. Ich habe in der Türkei 16 Jahre gelebt, hier 43 Jahre. 43 Jahre. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt voll türkisch oder voll deutsch. Ja. Half, half. Und unsere Kinder irgendwann, die werden auch nicht gehen. Zum Beispiel meine beiden Töchter, die sagen nur Urlaubland für uns. Urlaub, ja, das heißt, ja, nur im Jahr einmal vielleicht. Sonst nichts. Können sich nicht vorstellen, dort leben oder arbeiten. Oder. Ja. Nee. Sagen sogar, wir können in Spanien leben oder in irgendwo anders, aber nicht in der Türkei. Urlaub schon, aber sonst nichts. Meine ältere Tochter hat 6 Monate da Erasmus gemacht, dort Uni. Sie hat bereut, sie sagt, nee. Sie hat gesagt, ich kann mir vorstellen, vielleicht 2 Sprachen später so arbeiten. Ja. Und dann sagt sie, nee, ich will nichts. Gut, jetzt habe ich gesehen, ich will nicht dort irgendwas. Ja, meine Lebensgefährtin, die ist Lehrerin vom Beruf. Die hat am Anfang überhaupt keine Stelle gekriegt in Frankfurt. Da haben sie sie mal gefragt. Sprechen Sie Türkisch und so? Ja. Und ich sage, schau, ich spreche ja kein Türkisch und so. Ja. Und dann hat sie dann in Rheinland-Pfalz eine Stelle gekriegt. Ne. Ja. Aber in Hessen hat die irgendwie keine Chance gehabt, hat sie niemand gewollt. Ne. War ewig da arbeitslos. Ne. Und jetzt heute gibt es zu wenig Lehrer und so. Und die Kinder sind so dumm. Und wir haben zu wenig ausgebildete Lehrer, gell? Also das ist ganz anders. Ne? Aber das war damals so üblich, ne? Die haben einfach keine neuen Lehrer angestellt. Ne? Ja. Meine ältere Tochter, sie will auch jetzt Lehramt. Ja. Sie arbeitet sowieso als für Erwachsene, Deutschlehrerin. Ja. Aber sie will jetzt Gymnasiumlehrerin machen. Ja. Parkplatz ist frei. Ich hab's auch nicht verstanden. Ja, die haben sich auf hier Ruhe, ne? Ja. Die Straße ist nicht so laut. Ne? Ist das Zimmer vorne raus oder hinten raus? Jetzt standen wir in der Innenhof. Keine Ahnung.
wenn das so langsam kommt, ne? Ja, ich habe auch keine Probleme damit. Wir sind Zeuge. Ach ja, Sie müssen Dokumente verlangen, wer mich eingeschrieben hat, weil ich eine Kopie brauche. Okay. Machen wir.